Bevor Sie bei sich eine schwere Depression oder Antriebsschwäche diagnostizieren, stellen Sie sicher, dass Sie nicht komplett von Arschlöchern umgeben sind. In diesem Video befassen wir uns mit dem Persönlichkeitsmodell von Sigmund Freud. Sigmund Freud wurde am 6. Mai 1856 in Freiberg geboren. Gestorben ist er am 23. September 1939 in London. Er war ein österreichischer Neurologe, Tiefenpsychologe, Kulturtheoretiker und Religionskritiker. Er war Begründer der Psychoanalyse und gilt als einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Seine Theorien und Methoden werden bis heute diskutiert, angewendet und kritisiert. Das Strukturmodell der Psyche, auch Drei-Instanzen-Modell genannt, ist ein von Sigmund Freud beschriebenes Modell der Psyche des Menschen. Es besteht aus drei Instanzen mit unterschiedlichen Funktionen. Die drei Instanzen lauten Es, Ich und Über-Ich. Das Über-Ich besteht aus sozialen Normen, Werten, Gehorsam, Moral und dem Gewissen. Diese sind vor allem durch Erziehung erworben und spiegeln die von außen an das Kind herangetragenen verinnerlichten Werte der Gesellschaft. Hierbei ist vor allem die Erziehung durch die Eltern prägend. Durch die Herausbildung des Über-Ichs hat der Mensch die Fähigkeit, sich sozial gerecht zu verhalten und seine Triebe zu kontrollieren. Das Ich ist die Instanz, die dem bewussten Denken des Alltags, dem Bewusstsein des Selbst entspricht. Das Ich vermittelt zwischen den Ansprüchen des Es, des Über-Ich und der sozialen Umwelt mit dem Ziel, psychische und soziale Konflikte konstruktiv zu lösen. Der reife und psychisch gesunde Mensch handelt somit nach dem Realitätsprinzip. Das Ich stellt somit die Vernunftinstanz dar. Zu den Elementen des Ichs zählt man in erster Linie die Bewusstseinsleistung des Wahrnehmers, des Denkens und des Gedächtnisses. Das Ich richtet sich nach moralischen Prinzipien, Einzelnormen und prüft sich selbstkritisch unter Einbezug des Über-Ichs und Es. Das Es bezeichnet jene unbewusste Struktur, deren Inhalt psychischer Ausdruck der Triebe, Bedürfnisse und Affekte ist. Zentral dabei sind die Grundtriebe, der Vereinigungstrieb und der Zerstörungstrieb. Das Es handelt nach dem Lustprinzip, das heißt, es strebt nach unmittelbarer Befriedigung. Die Triebregungen des Es prägen und strukturieren das menschliche Handeln unbewusst. Sie wirken, ohne dass dem Handeln diese Wirkung immer explizit bewusst ist. Um das Modell des Es noch weiter zu beleuchten, hat Freud bestimmte Triebe gegenübergestellt: Selbsterhaltungstrieb und Sexualtrieb. Freud stellt die Triebe als angeborenen Zustand dar, die über das Verhalten bestimmen. Er geht auch dabei darauf ein, dass der Mensch keine Beziehung eingeht, sondern in eine Beziehung hineingezwungen bzw. verführt wird. Lebenstrieb und Todestrieb. Der Lebenstrieb vereint und integriert, der Todestrieb zerstört hingegen. Die Triebe sind stetig wirksam und bekämpfen einander. Rationalität und Irrationalität. Im Unbewussten, dem Es, dominiert die Irrationalität. Das Unbewusste steuert das Bewusste, also das Ich, und somit das Verhalten, was zu einer Schwäche der Rationalität führt. Doch nicht alles, was glänzt, ist Gold. Das undynamische Seelenkonzept, Ich, Es, Über-Ich, und die einseitige Betonung von Sexualität und Trieben sowie der zu starke Bezug auf den Einzelnen und nicht auf die Gesellschaft führte zu Kritik an Freuds Menschenbild.